absurd. Ja? Das kann der Untersuchungsausschuss dann möglicherweise mit seiner Mehrheit aus großer Koalition beschließen, diesen als Sachverständigen zu hören. Das hat nichts damit zu tun, was eigentlich uns zusteht, dass wir nämlich selbst in die Selektorenlisten sehen. Und ich sage voraus, wenn diese Vertrauensperson ihre Arbeit aufnimmt, es wird kein Name eines Unternehmens genannt werden, es wird kein Name eines Politikers genannt werden, der ausgeforscht wird, es wird kein Name einer europäischen Institution genannt werden, die für die NSA zum Abschuss von dem Bundesnachrichtendienst freigegeben wurde. Das wird alles nicht passieren und darum geht es. Es geht darum, dass man eben genau das Ausmaß und die Größe des Skandals nicht erfahren soll. Und man kann sich als Parlament damit nicht gemein machen. Das ist der Vorwurf, den wir jetzt tatsächlich an unsere Kollegen und Kolleginnen erheben. Und ich will aber jetzt tatsächlich abtreten, weil wir haben nur eine kurze Pause und es ist sehr ungehörig, wenn ich die ganze Zeit rede und den Kolleginnen und Kollegen nicht den Platz gebe. Danke.